Die EU ist wohl das größte Einigungsprojekt in der Geschichte Europas. Immer mehr Staaten wollen sich hier anschließen und so werden in den nächsten Jahren wohl auch weitere Länder Osteuropas und des Balkans der Union beitreten. Doch bis heute gibt es einen kleinen weißen Fleck inmitten der EU, einen Staat, der sich vehement weigert, dem Bündnis beizutreten, die Schweiz. Politisch, wirtschaftlich und kulturell würde das Alpenland auf den ersten Blick eigentlich perfekt in die Europäische Union passen. Und auch die Politiker der EU gingen fest davon aus, dass die Schweiz früher oder später sowieso dem Club beitreten würde, weshalb sie sich auf einen Schweizer Sonderweg einließen. Doch die Schweiz denkt in Wahrheit nicht mal im Traum an einen Beitritt, sondern distanziert sich im Gegenteil immer weiter von der EU. Dabei werden immer wieder Argumente der Neutralität genannt, doch die Neutralitätspolitik hielt Österreich ja auch nicht von einem Beitritt ab. Was macht die Schweizer Neutralität also so anders? Und was sind im Hintergrund die wahren Gründe dafür, warum die Schweiz sich so stark weigert, Teil der Europäischen Union zu werden? Welche Rolle spielt die Vergangenheit des Landes und wie profitiert die Schweiz insgeheim von ihrer Sonderstellung? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Wir müssen dabei zunächst die Schweizer Denkweise begreifen, die auf den Säulen eines freiheitsliebenden und selbstbestimmten Volkes beruht. Die Wurzeln dafür sehen wir besonders in der jüngeren Geschichte. Denn bereits seit dem Ende der Napoleonischen Kriege 1815 ging die Schweiz einen komplett anderen Weg als seine Nachbarstaaten und die meisten anderen Länder Europas. Denn die Schweiz erklärte sich nach schmerzlichen Erfahrungen in den vergangenen Kriegen für strikt neutral und unabhängig von Weisungen anderer Staaten. Bereits diese Erklärung war ein Taktieren und Ausspielen der verschiedenen Großmächte. Denn es war keinesfalls so, dass sie nicht von außen bedroht wurde. So hätten sowohl Frankreich als auch Österreich die Schweiz gerne als Satellitenstaat beherrscht und Preußen wollte die Schweiz in den Deutschen Bund eingliedern, sogar die Einrichtung eines Königreichs auf dem Gebiet der Schweiz wurde diskutiert. Doch das Alpenland schaffte es in geschickten diplomatischen Verhandlungen, die Staaten gegeneinander aufzuwiegeln, sodass es zu keiner Einigung kam. Und so schien es für alle am besten, auf einen Kompromiss einzugehen. Die Staaten gaben eine Garantie ab, die die Unverletzlichkeit und Unabhängigkeit der Schweiz in den 1815 festgelegten Grenzen vollends respektiert. Im Gegenzug verpflichtete sich die Schweiz, in allen zukünftigen Konflikten neutral zu bleiben. Ein durchaus geschickter Schachzug. Und ein ähnliches Muster sehen wir in weiteren Konflikten der letzten 200 Jahre, so zum Beispiel das Taktieren zwischen Alliierten und Achsenmächten in den beiden Weltkriegen. Dadurch, dass die Schweiz in den letzten Jahrhunderten also an keinen Kriegen direkt beteiligt war und stets seine eigene unabhängige Politik durchzog, hat sich dort ein ganz anderes Verständnis herausgebildet. Die Folge daraus ist ein ziemlich außergewöhnliches politisches System, in dem besonders die direkte Demokratie eine zentrale Rolle spielt. Das ist in Europa sehr einzigartig, spiegelt aber den starken Unabhängigkeitsgedanken der Bevölkerung wider. Denn im Alpenland werden zwar auch Gesetzesvertreter gewählt, das letzte Wort bei Gesetzeserlassen haben aber die Bewohner der Schweiz mittels Volksabstimmungen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo zwar alle 4 Jahre die Vertreter des Bundestags gewählt werden, die Bevölkerung aber während der Legislaturperiode nur wenig Mitspracherecht hat, können die Schweizer also stetig Einfluss auf die Politik nehmen. Wir sehen in der Schweiz also den tief verwurzelten Gedanken der Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Diese Betonung auf Selbstbestimmung und maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Herausforderungen spiegelt sich auch in anderen Bereichen unseres Lebens wider, insbesondere wenn es um unsere Gesundheit geht. Womit wir beim Sponsor des heutigen Videos wären, AG1. AG1 ist euer tägliches Nährstofffundament. Es ist mehr als ein Multivitamin, denn es besteht aus mehreren Produkten in einem. AG1 macht somit viele Vitamin- und Multimineralienpräparate überflüssig. Es besteht aus insgesamt über 70 sorgfältig ausgewählten hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Bakterienkulturen, Antioxidantien und weitere natürlichen Zutaten. Und die Zubereitung dauert weniger als 60 Sekunden. Einfach einen Messlöffel AG1 mit 250 bis 350 ml Wasser mixen und fertig. Ich habe es die letzten Wochen getestet und muss sagen, dass ich wirklich überzeugt bin. Für mich ist das der einfachste Weg, etwas Gutes für meine Gesundheit zu tun, ohne viel Zeit zu verschwenden. Ich war mir dabei anfangs unsicher, ob es wirklich schmeckt, aber es ist wirklich lecker und schmeckt nicht so grün, wie es aussieht. Der Geschmack ist eher leicht süß und fruchtig. Im Moment gibt es dabei auch ein besonderes Angebot für meine Community. Unter diesem Link erhaltet ihr bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Die vollständige Willkommensbox seht ihr hier. Also, wenn ihr eh vorhattet, etwas für eure Gesundheit zu tun, dann schlagt unbedingt jetzt über den Link in der Beschreibung zu. Und damit zurück zum Video und zur Schweizer Ablehnung der EU. Denn diese sind sehr bedacht, stets das Beste für sich herauszuholen. Das zeigt sich bei verschiedenen Verhandlungen mit der EU und ihren Vorgängerorganisationen. Denn es ist nicht so, dass die Schweiz nicht an Beziehungen zur europäischen Staatengemeinschaft interessiert wäre. Bereits 1960 partizipierte sie an der Gründung der Europäischen Freihandelszone EFTA.
1972 wurde ein bilaterales Freihandelsabkommen mit den Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl geschlossen und weitere Handelshindernisse wurden beseitigt. 1999 folgte dann ein umfangreiches Paket mit bilateralen Verträgen, darunter freier Luft- und Landverkehr, die Teilhabe der Schweiz an europäischen Forschungsprogrammen und der Agrarwirtschaft sowie die weitere Aufhebung von technischen Handelshindernissen. Doch wie wir sehen, sind all diese Verträge vor allem wirtschaftlicher Natur. Alle Versuche der EU, die Schweiz auch politisch zu integrieren, stießen auf umgehende Ablehnung. In mehreren Volksabstimmungen votierte die Bevölkerung klar gegen einen Beitritt zur Union. Trotzdem schien es in den letzten Jahren zumindest eine kleine Annäherung zu geben. Es kam nämlich ab 2018 zu Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen, das die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU neu regeln sollte. Jedoch wurden auch diese Verhandlungen schließlich 2021 von der Schweiz abgebrochen. Dies geschah nach jahrelangen Diskussionen und zunehmendem Widerstand innerhalb des Landes, insbesondere in Bezug auf die Übernahme von EU-Recht und die potenzielle Einschränkung der Schweizer Souveränität. Was sind also die Gründe für die starke Ablehnung der EU? Die Schweiz ist zu reich und zu stabil, um in die EU zu wollen. So argumentierte Fabio Wasserfallen, Professor für europäische Politik an der Universität Bern. Denn für die Schweizer bietet die EU einfach wenig Vorteile. Sie ist eines der reichsten Länder Europas, was sie selbstverständlich zu einem Nettozahler in der Union machen würde. Das heißt, sie müsste unter dem Strich weit mehr einzahlen, als sie herausbekommen würde. Zudem fürchten viele, dass dadurch die hohen Löhne in der Schweiz fallen könnten. Und auch weitere Gründe, die für andere Staaten einen Anreiz zum Beitritt boten, fallen für das Alpenland weg. Viele Staaten Ost- und auch Südeuropas versprachen sich dadurch politische Stabilität, die jedoch in der Schweiz schon lange gegeben ist. Und auch sicherheits- und geopolitisch ist die Schweiz in einer relativ stabilen Lage. Die wirtschaftlichen Faktoren habe ich ja bereits angesprochen. Hinzu kommt die für die Schweiz sehr wichtige Hochfinanz- und Bankenindustrie. Durch wenig Regulierungen und Bürokratie bietet sie diesen Unternehmen große Anreize der Niederlassung. Dies würde sich nach einem EU-Beitritt sicher ändern. Denn trotz zahlreicher bilateraler Wirtschaftsverträge hält die Schweiz mit eisernem Willen an ihrem Bankengeheimnis fest, was in der EU stark kritisiert wird. Und auch eine weitere Industrie hat eine Ausnahmerolle, die Agrarindustrie. Der Alpenstaat hat eine der weltweit höchsten Subventionsraten für ihre Landwirtschaft. Diese finanzielle Unterstützung hilft den Bauern in einem Land mit hohen Produktionskosten wettbewerbsfähig zu bleiben. Zudem gibt es Schutzmaßnahmen wie Zölle auf bestimmte importierte Agrarprodukte, um die einheimische Landwirtschaft vor der internationalen Konkurrenz zu schützen. Die Schweizer Agrarpolitik und die Praxis lokaler Subventionen könnten durch EU-Vorschriften aber beeinträchtigt werden. Die EU hat strenge Regeln und Subventionsrichtlinien, die mit den Präferenzen der Schweiz für lokale Landwirtschaft und Subventionen kollidieren könnten. Und dann kommt auch noch der zentrale politische Grund. Wir haben ja bereits über die direkte Demokratie gesprochen, die tief im Schweizer Verständnis verankert ist. Viele fürchten durch die EU einen Angriff auf dieses hohe Gut. Eine Mitgliedschaft in der Union würde bedeuten, dass die Schweiz EU-Recht anwenden müsste, welches oft übergeordnet zu nationalem Recht steht. Dies könnte die Fähigkeit der Schweizer Bevölkerung, durch Volksabstimmungen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen, stark einschränken. Beispiele für mögliche Konflikte könnten in Bereichen wie Arbeitsgesetzgebung, Landwirtschaft und der Einwanderungspolitik auftreten. Wobei wir schon bei einem weiteren Punkt wären. Die relativ planlose Asyl- und Einwanderungspolitik der EU-Staaten, in der lange Zeit keine Kompromisse gefunden wurden, stieß in der Schweiz auf Ablehnung. Sie legt großen Wert auf die Fähigkeit, ihre eigenen Einwanderungsregeln festzulegen und zu steuern. Zum Beispiel stimmten die Schweizer 2014 in einem Referendum für die Einführung von Einwanderungsquoten für Bürger aus EU-Ländern, was im Widerspruch zu den Freizügigkeitsabkommen mit der EU stand. Und auch für die Einwanderung aus Drittstaaten gibt es feste Regelungen. Und so strebt die Schweiz bis heute das klare Modell der bilateralen, auf sie zugeschnittenen Abkommen anstelle der EU-Mitgliedschaft an. Das heißt, sie kann sich die Bereiche aussuchen, in denen sie mit den Staaten der Union zusammenarbeitet, andererseits aber auch die Zusammenarbeit in anderen Bereichen ablehnen. Sie ist nicht verpflichtet, Gesetze aus Brüssel zu implementieren und kann so ihre eigene Politik durchführen. Für viele EU-Politiker ist sie deshalb ein Dorn im Auge und wird immer wieder als Rosinenpflücker bezeichnet. Es gibt zwar auch immer wieder Stimmen aus der Schweiz, die anführen, dass sie durch eine Mitgliedschaft noch mehr vom EU-Binnenmarkt profitieren könnte, wie zum Beispiel Deutschland. Doch abseits davon gibt es in der Realität nur wenig Gründe für die Schweiz, an ihrer Haltung etwas zu verändern, weshalb eine tiefere Integration oder gar Vollmitgliedschaft in der Union auch ziemlich unwahrscheinlich ist. Denn sie genießt durch ihre unabhängige Haltung großes internationales Ansehen. Immer wieder dient sie als Vermittler in Konflikten und wird von fast allen Staaten der Welt als sicherer und zuverlässiger Partner in globalen Angelegenheiten angesehen. So, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich sehr bei AG1 für das Sponsoren des heutigen Videos. Schaut dort gerne über den Link in der Beschreibung vorbei und sichert euch das Angebot. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Ciao.